Wann kommt es zur nächsten größeren Finanzkrise? Keiner kann hierauf eine seriöse Antwort geben, dass diese zu einem konkreten Zeitpunkt kommt. Niemand hat eine Glaskugel. Meistens sind es vorab unbedeutende Ereignisse, die sich zu einer Krise entwickeln. Eines kann ich dir aber hier und heute sagen, dass sie unausweichlich kommen muss und dass sie ganz plötzlich wie aus dem Nichts kommt. Die meisten Menschen setzen sich mit den Auswirkungen solcher Extremsituationen leider nicht gerne auseinander. Bevor ich jetzt dazu komme, habe ich noch eine Bitte an euch. Ihr würdet mir einen sehr, sehr großen Gefallen tun, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn euch die Inhalte meiner Videos gefallen, diese Videos natürlich auch zu liken. Besten Dank schon mal vorab dafür. Erinnern wir uns mal an die Finanzkrise 2007-2008. Der 9. August 2007 gilt im Nachhinein als Beginn dieser Krise. An diesem Tag stiegen die Aufschläge für Interbankkredite im Vergleich zum Zentralbankleitzins weltweit sprunghaft an. Es gab kein Vertrauen mehr zwischen den Banken und das sollte auch für längere Zeit so bleiben. Daher sollte man auch gerade heute nicht die Augen verschließen und sich in Sicherheit wägen. Die Aktienkurse gehen hoch, die Immobilienpreise steigen immer weiter. Läuft doch. Ja? Nur wenn man die Augen und Ohren aufhält und die Ereignisse der vergangenen Zeit ein wenig kritischer verfolgt, dann wird man feststellen, dass es mittlerweile mehrere Faktoren gibt, die eine erneute Krise auslösen könnten. Und eine scheint schon sicher, auch wenn man aufmerksam Wirtschaftswissenschaftler Gehör schenkt, und ich weiß von zahlreichen Gesprächen mit meinen Mandanten, dass diese hier genau hinhören und vor allem hinsehen. Da erfährt man Dinge und vor allem wirtschaftliche bzw. finanzwissenschaftliche Zusammenhänge, die man vergeblich im Fernsehen hört. Schauen wir mal so 4, 6 Jahre zurück, da war öfters mal jemand dieser Experten in diversen Talkshows als Gast eingeladen. Aber die letzten Jahre werden diese schon gar nicht mehr eingeladen. Im Gegenteil, sie werden von Terminen, die bereits sehr lange schon vorher vereinbart wurden, plötzlich ausgeladen. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Die Tatsache, dass diese Dinge sagen, die nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, ist wahrscheinlich doch zu groß. Wir erinnern uns, es geht immer um Vertrauen und die meisten Menschen sollen im Glauben gelassen werden, dass alles geregelt und absolut sicher sei. Manche Themen sollen unter keinen Umständen im Moment angesprochen werden. Wie gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung da draußen wägt sich in absoluter Sicherheit und möchte sich ungern mit diesen Themen beschäftigen. Leider. Was könnte der Vorbote der nächsten Krise sein? Und ich muss hier nochmal betonen, die nächste Krise wird meiner Meinung nach deutlich schwerer ausfallen als die Finanzkrise zuvor im Jahre 2008. Erstens, der Handelskrieg zwischen den USA und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Zweitens, der Brexit kommt. Mit welchen Auswirkungen, das kann keiner hundertprozentig sagen. Machtzuwachs der südlichen Euro-Länder, die einen weichen Euro und höhere Transferzahlungen wünschen. Das halte ich für sehr bedenklich. Also wer heute noch zu 100% ausschließen kann, dass der Euro langfristig sicher ist und die Situation in den Euro nicht mittelfristig eskaliert, dem kann ich nicht mehr helfen. Der vierte Punkt, Trumps Einmischung in die Zinspolitik der Fed. Der fünfte Punkt, der globale Schuldenberg. Seit 2008 hat sich nichts, und ich betone wirklich nichts, verändert. Weltweit wird immer mehr auf Pump finanziert. Sechstens, die Megablase in China, die kurz vorm Platzen steht. Und zu guter Letzt der Punkt 7, weitere politische Spannungen in Europa. Und es brodelt schon sehr. Und ich muss zuletzt hier sagen, es ist wie ein Fass, was überläuft. Tropfen auf Tropfen. Jeder weiß, es wird überlaufen. Nur niemand kann, wie gesagt, seriös im Vornherein sagen, welcher Tropfen dafür verantwortlich war. Ich sehe auch nur das Fass, was bis zur Oberkante gefüllt ist. Allerdings kann jeder seinen eigenen kleinen oder seine eigene kleine Rettungsweste holen.
Wenn ihr noch einen Plan B sucht, um euer Erspartes in Sicherheit zu bringen, wir bieten hierzu noch kostenfreie Beratungsgespräche an. Den Link hierzu und sowie den Link zu meinem Buch Die Rettungsweste für Ihr Geld blende ich euch unterhalb von diesem Video ein. Wie gesagt, nochmal ja, zu einer Bitte, wenn euch der Inhalt gefallen hat und ihr Mehrwerte aufgrund meiner Videos bekommt, dann abonniert bitte diesen Kanal und liked auch dieses Video. Damit tut ihr mir einen sehr, sehr großen Gefallen und ermöglicht mir, diesen Kanal weiter zu betreiben. Ganz liebe Grüße aus Eichenzell, aus dem sonnigen Eichenzell, euer Daniel Sauer.